Hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Leopolas mit einem neuen Video heute für euch. Heute mit dabei, Leute, Maureen. Was geht, was geht? Lange schon nicht mehr dabei gehabt, Leute, ne? Ja. Lang ist es her. Lang ist her, aber lang ist auch die Zeit gewesen, wo ich manchmal keine Zeit hatte dafür. Leute, wie immer schon mal im Voraus, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, Leute, gerne den Abo-Button und die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, Leute, würde mich freuen. Leute, ich komme gleich, wenn wir in-game sind, zur Ankündigung, weil ich habe eine Ankündigung zu machen, Leute. Weil momentan ist ja alles immer noch nicht so einfach, wie wir das gerne hätten. Und daher habe ich eine Entscheidung für mich selber gefällt. Beziehungsweise jetzt auch für nächste Woche jetzt sozusagen, aber nur für die Woche wird es nämlich gelten. Und ja, nicht, dass ihr mich da ja schon mal falsch versteht, aber ich werde es euch auf jeden Fall gleich erzählen, wenn wir in der Runde sind. Let's go. Ja, oh Mann, ich hoffe, das wird nicht so blöd wie vorhin in der Runde. Ich habe vorhin eine Runde gespielt und dann bin ich gefühlt... Ahnung, so doof getötet worden, ich dachte da irgendwo, ey. Was zur Hölle? Leute. Von der Luft war ich so 10 Meter weiter oben geführt und ich dann so. Danke für nichts. Richtig geklappt. Leute, ja. Wie ihr seht, wir sind auch schon inzwischen Level 224. Wir brauchen nur noch ein Level, dann hätten wir den letzten Style vom Battle Pass. Von dem letzten Skin. Also, das ist. Wird anders als selbst, wenn wir heute auf jeden Fall, glaube ich, noch ein Video fertig bringen. Es ist keine große Kunst, noch ein Level zu spielen, dadurch, dass das Level eh schon gut gefüllt ist, fast durch gestern, weil ich gestern noch EP-Münzen fahren war. Entscheide du, wo du hin willst, also mir egal. Ich folge dir. Mal unauffällig. Nochmal Holly hin. Okay. Ja, Leute, dann würde ich sagen, wir kommen auch direkt zur Ankündigung. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Vor lauter Hausaufgaben machen, alles Mögliche. Ja, Leute, es geht darum, dass ich zurzeit halt ja sozusagen eigentlich schon relativ fertig bin. Und auch die letzte Zeit wirklich für YouTube alles gegeben habe. Das wird sich wahrscheinlich auch jeder vorstellen können, weil ich auch die letzten Tage immer hart am Drehen war. Versucht habe, dass meine Videos auch gut über den Tag verteilt onkommen und dass ich mich da halt auch anstrenge. Nun ist halt das Ding, Leute, ich bin jetzt gerade so an einem Punkt angekommen, wo ich sagen kann, ja, Digga, es ist okay. Es ist okay, dass ich bis jetzt so gut durchgezogen habe. Bin auch stolz auf mich. 3 Monate knapp durchgezogen jetzt mit YouTube und so weiter. Aber das Ding ist halt, Leute, ja, es ist halt zurzeit auch sehr schwer für mich selber. Und ich habe aber auch gesehen, dass die letzte Zeit wirklich sehr Leute dazugekommen sind zu der Abonnentenzahl. Das Ding ist, Leute, momentan ist in Fortnite ja eh nichts groß los. Live-Event-technisch sieht es auch für uns mau aus. Und ja, Leute. Ich bin jetzt einfach nur an dem Punkt zu sagen, okay, ich würde an der Stelle nächste Woche einfach mal eine Woche mal kein YouTube bringen, sozusagen, weil ich auch selber mal wieder, ihr wisst schon, mich ein bisschen erholen will. Und das vielleicht auch gut wäre, weil ich nächste Woche eben auch arbeiten muss, dass ich halt dann einfach mal sagen kann, okay, nee, ich ruhe mich einfach mal aus, ne. Donnerstag würde ich dann aber nur zum Wo ist der andere? Der ist im Haus. Ja, würde ich nur zum Ausnahmefall ein Video bringen am Donnerstag, weil er neue Woche ist und so weiter. Aber ansonsten sehe ich halt mal zu, dass ich mich die ganze Woche aus. Nein, ich bin rein. Ah, Scheiße. Der kommt rein. Ich glaube, das ist ein Ort. Ich glaub, das ist auch noch mal ein Design. Achso. Er kommt rein, Vorsicht. Nice. Hab ihn. Noch einer. Wo bist du? Ich bin hier unter, das ist der.
Ich hab keine Metz mehr. Fuck. Okay, warte, ich das auf die Zahlen. Okay, warte, ich muss es umbringen. Tut mir leid. Warte. Kleiner Mist, Alter. Mann. Warum mal auf einmal ein zweiter? Tschüss, ich musste nachladen. Ich bin ja auch dumm. Oh mein Gott. Ja, ich hab das. Egal. Alles gut. Na nee, Leute, ich bin aber, wie schon gesagt, an diesem Punkt jetzt angekommen, dass ich jetzt mal sage, okay, ich bin ja einfach mal nächste Woche frei, weil, keine Ahnung, einfach, ich habe jetzt die letzte Zeit echt gut durchgezogen, ich bin auch selber, beziehungsweise, ich bin stolz auf mich, dass ich die letzte Zeit immer so gut durchgezogen habe, auch wenn es mal vielleicht mal an einem Tag sehr schwierig war, da gut durchzuziehen, weil selbst wenn man so viel Freizeit hat, Leute, irgendwas findest du halt immer, was du zu tun kriegst oder so. Oder irgendwas zu bearbeiten. Die Zeit, die kommt immer rein, Leute. Und das solltet ihr jetzt nicht missverstehen. Das Ding ist, ich will jetzt nicht damit sagen, dass ich keinen Bock mehr auf YouTube habe oder keine Ahnung, dass ich einfach keine Videos mehr machen will. Das Ding ist halt einfach nur, Leute, es ist zurzeit halt sehr anstrengend und so weiter. Und ja. Ich will halt einfach nur vielleicht, keine Ahnung, einfach halt mal mich eine Woche ausruhen. Einfach meine Woche entspannt, hier mal chillen und so weiter. Nicht, dass ihr das jetzt missversteht oder so. Mir macht YouTube auch Spaß. Ich werde es dann auch nach der Woche weiter durchziehen. Das wird auf jeden Fall der Fall sein. Aber dann starten wir halt auch direkt mit einer neuen Season sozusagen rein. Dann statt den Donnerstag, an dem ich mir dann halt theoretisch frei nehmen würde, nehme ich mir eben am Montag frei, damit es auch wirklich eine vollständige Woche ist, Leute. Und am Dienstag wird dann ganz normal wieder Videos durchgezogen, dadurch, dass ich eben am Donnerstag durch die Woche, weil da eben ja die Wochenherausforderungen kommen, weil ich da eben noch Videos drehe. Bis dahin, oder? Ja, können wir mal. Ja, Leute, auf jeden Fall, die Videos werden heute auf jeden Fall alle noch gedreht für morgen, also für morgen. Und heute wird wahrscheinlich noch dieses Video, wo ich jetzt gerade nach On komme. Und, ja, sozusagen ist morgen dann der letzte Tag, wo ich dann Videos hochdrehe, bis hochlade, drehe, ja. Jetzt habe ich heute komplett einen Wurm drin, ey. Und ja, dann wird halt bis Donnerstag kein Video folgen. Donnerstag wird dann halt nochmal gedreht, halt für die Woche und so weiter. Weil da eben halt die Wochenherausforderungen kommen, die letzten, die wir vor der Season 6 bekommen werden. Und dann werde ich mir da eben die Woche drauf am Montag nochmal frei nehmen und dann heißt es ab Dienstag wieder ganz normal Videos durchziehen, wie immer halt. Ja. So sieht der Plan jetzt aus, Leute, auf jeden Fall. Die letzten Videos, die jetzt noch hochgeladen werden, beziehungsweise die jetzt noch onkommen, mit denen könnt ihr euch dann noch die nächste Zeit, beziehungsweise die Woche über vergnügen, Leute. Aber zu meinem Falle muss ich jetzt einfach sagen, ich brauche eine Pause. Ich habe jetzt 3 Monate gefühlt am Stück durchgezogen. Auch wenn es da manche Tage gab, wo ich nicht ganz durchgezogen habe. Aber wie sagt man immer so schön, Leute, niemand ist perfekt. Und ja, soweit passt es auch von meiner Seite. Das wollte ich nur mal gesagt haben, nicht, dass ihr das missversteht irgendwie. Ja, dadurch, dass er ein Disconnect hatte. Ich hätte auch ein Medikit, Bandkasten und so Zeug. Nee, Leute, aber ganz ehrlich, es macht mir auch Spaß, Videos zu drehen, aber ich brauche die Woche dann einfach meine Pause. Ich lasse das so stehen irgendwie. Auf jeden Fall, es macht mir auf jeden Fall Spaß. Die Waffe? Welche? Ja. Okay.
Ah, nee, die kannst du haben. Okay. Ja, Leute. So sieht es auf jeden Fall für mich jetzt erstmal aus. Ich werde mir dann halt einfach mal eine Woche Urlaub gönnen. Weil momentan auch, ihr wisst schon, Hausaufgaben machen, dann auch noch, keine Ahnung, die ganzen Arbeiten hier erledigen und so weiter. Das ist ziemlich umständlich und dann abends auch noch Videos drehen. Ist halt auch alles ziemlich anstrengend und so weiter. Deswegen sage ich da einfach mal, dass ich jetzt mir einfach meine Woche frei mache. Und dann kann ich wahrscheinlich wieder beziehungsweise mit garantierter Sicherheit wieder 100% geben, Leute. Und dann ist es auch, dann passt es auch wieder. Und ja. Ich bin natürlich für alle, die abonniert haben und sich die jetzt Zeit die Videos angeguckt haben, wirklich sehr dankbar. Also vielen, vielen Dank an euch Leute, dass ihr wirklich immer so krass rausgehauen habt die letzte Zeit. Also das war schon nicht mehr normal. Und da kann ich nur ein dickes, dickes Handherz an der Stelle rausgeben. Auch an die Leute, die mich jetzt sozusagen immer wieder unterstützen, die sagen, hey, ich finde das voll gut, was du machst, mach weiter so, lass dich nicht unterkriegen oder so, die mich da halt so auf dieser emotionalen und seelischen Ebene unterstützen, wenn ihr versteht, was ich meine. Natürlich, ja, ist natürlich nicht alles selbstverständlich heute und deswegen muss ich mich da echt wirklich einfach nur bedanken. Also ein dickes, dickes Dankeschön geht an euch raus auf jeden Fall. Würde mich freuen, wenn ihr mich weiterhin so gut supporten könntet. Und ja, Leute, wenn ich dann wieder sozusagen aus meinem Urlaub zurück bin, dann ja, wird wieder gut durchgezogen, Leute. Keine Sorge. Aber ich tue natürlich jetzt noch gut für den letzten Tag morgen noch gut Videos drehen, damit ihr einfach mal über die Woche noch Content habt, den ihr euch ansehen könnt. Könnt euch aber auch gerne die älteren Videos ansehen, die jetzt schon vielleicht schon etwas älter sind. Ich glaube, ich habe sogar die Season 4 und die Season 3 noch mitgenommen. Ah, da müsst ihr selber mal nochmal nachschauen, Leute. Also, es ist auch bis jetzt wieder so viel Zeit vergangen. Das ist zu krass. Wenn man so mal bedenkt, man sitzt 2-3 Monate daheim, was es mit einem macht und so weiter und da geht einem voll gefühlt das ganze, wie soll man sagen, das ganze Zeitgefühl verloren irgendwie. Man merkt gar nicht, dass die Zeit irgendwie so schnell rumgeht. Ja, so halt voranschreitet. Das ist schon krass einfach. Auf jeden Fall, Leute, es macht mir immer wieder Spaß, auch mit den Leuten Zeit zu verbringen, mit denen Spaß zu machen, oder so, keine Ahnung, vielleicht auch so auf Discord zu chillen, auch mal neue Leute kennenzulernen, Freundschaften zu knüpfen. Ist alles richtig nice, Leute, also. Unmöglich. Zum Glück ist das heute mit der heutigen möglich. Damals? Damals war es schwierig gewesen. Ja, Mann. Ist das jetzt wieder? Ja. Du hast auch eine Truhe, oder? Aha. Hä? Ich dachte, das ist Stein. Die muss doch irgendwo oben sein. Das ist doch locker hier oben irgendwo, ich wett's. Oder das ist ein Bug. Nee, ich höre dich schon, aber wo ist sie? Ja. Ah, die ist glaube ich da oben, kann es sein. Ist sie hier oben vielleicht? Ja, die ist hier oben. Elden. Sniper. Nee, ich nehme mal Minis und Biggies mit. Also ich habe 3 Medikits und... Oh Gott, Zone. Dinger, aber ich kann auch was scheiße. Gott, eine Kuppenkeile, scheiße, schnell weg. Wo lang? Keine Ahnung. Da lang. Ich weiß mal lang. Also ich hab Medikits. Ja, wir haben Fallschaden. Ich nicht. Musst du auf die Treppen drauf springen? Ja, ja, ich bin. Also ich hab Medikits zur Not.
4 Minigames. Ja, das hätten wir sehen, dass wir halt einfach zumachen. Aber Leute, ich muss wirklich sagen, mir hat es die letzte Zeit also ganz wirklich anders Spaß gemacht. Ich habe ja schon in meinem letzten Video erwähnt nochmal, dass ich es auch in Zukunft nicht mehr tolerieren werde, wenn mich irgendjemand, beziehungsweise meine Community, oder ja, halt beleidigt. Oder dass, wenn jemand halt, keine Ahnung, Werbungsband macht, ohne das mit mir besprochen zu haben, oder allgemein solche komischen Zeiten da unter meinen Kommentaren zu reinzuschicken. Also nee, Leute, da hört's auf. Ich meine, einmal kann ich es noch gerne durchgehen lassen, da kann ich auch sagen, hey, wir können das auf dem Server besprechen, beziehungsweise auf dem Discord-Server oder so. Auf egal welchem können wir das besprechen. Dann könnt ihr das mit mir bereden und so weiter. Dann ist es okay, wenn ich es akzeptiere. Ja. Aber ansonsten nicht, Leute. Und, aber wenn ich das sehe, dass ihr das nochmal macht, Leute, dann gibt es keine Diskussionen mehr. Dann werdet ihr einfach, keine Ahnung, von mir gemeldet. Ihr werdet auf meinem Kanal nie wieder irgendwas kommentieren können. Und das wird auch keine Ausnahme. Hä? Viel besser zu inseln, oder? Abzubauen oder zu. Ist egal, also es gibt ja keine Mission mehr dafür, wo du IP damit farmen könntest. Deswegen kannst du es auch gern mit der Spitzhacke aufmachen, also das juckt dann auch nicht. Wo lang? Wir sollten vielleicht mal Richtung Zone laufen, weil. Achso. Es sind ja nur noch. Ach, laufen da die ganze Zeit den Scheiße. Oh Gott, da hat jemand die Pumpe Sniper. Eklig. So ein Ding. Die Pumpe Sniper, das ist eine Sniper, die Sprengpumpel abschießt, die dir 60 Damage pro Pumpel macht. Ah, die Pumpe. Ja, die sind da hinten. Die Pischer. Hockets da unten. Oh, da vorne ist auch noch einer. Einer im Sand unterwegs. Bisschen. Wenn du Pech hast, bist du auch von der Seite gesniped. Oder von vorne. Ich bin tot. Hab's gesagt. Wir sind unten, da dir irgendwo, da dir alle. Kommt hier ab, locker. So, der eine holt mich. Ne, der andere geht wieder zu dir. Ja, ja, der lässt sein Team nicht alleine, oh Gott. Jetzt wird hier richtig abgefangen. Uiuiui. Hey, Gott. Das finde ich jetzt asozial, mich da unten zu spammen. Diese Pumpe, ah, nicht mal. Ich dreh ab. Ich habe bald auch keine Metz. Ich bin jetzt so rein. Geholt hab. Wir laufen einfach in der Zone. Oh mein Gott. Ei! Ich bin tot. Das ist nicht so. Da gibt's noch was. Das ist scheiße. Das ist eine exotische Waffe. Das ist ja voll dumm. Ohne Witz. Das ist jetzt gerade die Drittes. Das sind auch schon wieder Schwitzer. Ja, ja. Anklagen. Inzwischen kann man sich einfach 5 Stück von denen holen. Die haben pro Magazin haben die 6 Schuss. Ach so. Und damit den ganzen Slot voll machen oder was? Kannst du machen. Dann warte, ich müsste gerade mal rechnen, wie viel das an Schüssen wäre.
6 im Magazin, 6, 12, 18, 20. Ja, gut, 30 Schuss pro. Also 30 Schuss, alle 5 Slots voll. 30 Schüsse. Respekt. Damit kannst du einen so ekelhaft zu spammen, das ist nicht mehr wahr. Nur die Menschen tun mir leid, die sowas anderen. Beziehungsweise die, es tun mir dann die Menschen leid, die von solchen Leuten abgeschossen werden. Da kannst du schon gar nicht mehr von Ehre reden, da kannst du einfach nur sagen, Schmutz. Sowas ist Schmutz. Entscheid du mal nochmal. Lass zum Strand irgendwo rein. Ab nach Sweden. Irgendwo zum Strand hin. Oh nö, ich muss auf Toilette. Oh Gott. Ich komme dann gleich wieder. Ich gehe noch kurz in so einem Haus verschanzen mit einer Waffe. Mach das. Ja. Aber das kurz wird. Leute, da muss ich irgendwie außerhalb von, keine Ahnung, irgendwie außerhalb oder so landen. Vielleicht irgendwie auch irgendwo, wo mich die Leute einfach nicht so direkt hier angreifen können. Weil dann kann ich nämlich nicht so gut rushen gehen. Weil dann bin ich sonst dead. Ich verstecke mich jetzt. Irgendwo steckt ich. Ja. Jo. Bis später oder bis gleich. Am Ende rest in peace. Ich habe die eine jetzt nicht genommen. Das war so dumm von mir. Voll easy. Minis. Leute, dann verschanze ich mich auch mal kurz hier. Warte, dann hole ich mir kurz eine Kopfschmerztablette. Ich bin gleich wieder da.
Leute, einfach bei der AFK gerade gewesen. Ob sie gleich wieder da ist, weiß ich nicht, kann ich nicht dafür sprechen. Aber bleiben wir. Muss ich verstecken. Gegner sind jetzt. Nein, sie sind nicht. Sie sind nicht. Gott. Oh Gott, Gott, Gott. Von weg kann man hier nicht die Rede sein. Ich habe nur eine Pump. Das heißt, ich könnte nur in den Nahkampf gehen. Das ist natürlich ungünstig gerade, ne? Yo, direkt erstmal Sniper passiert. Ja! Alles klar, er gibt mir einen Hit. Er gibt mir einen Hit, ich bin One Pump, ist klar. Wahrscheinlich cheatet er. Sollte können wir nur noch auf Moren sitzen. Aber ich bin wahrscheinlich eh tot. Leute, Marine ist nicht da. Bin einfach bad. Hab ich's nicht gesagt, die Oma? Was ist denn jetzt passiert? Ich bin tot. Bist du tot? Oh, Entschuldigung. Ich wurde von zwei gerippt. Das Ding ist,
der Typ, der hat halt genau den Wohnwagen abgebaut, wo ich drin war. Und dann habe ich halt gegen den gekämpft. Der eine hat mir Sniper-Hit gegeben, ja, von irgendwoher. Und dann wurde ich von dem anderen noch gewonnen-pumped irgendwie. Ja. Aber du kannst mich nicht mehr holen, ich bin eh tot. Ja. Mom, du musst mal am Ende gucken, wenn sie ihr letztes Pokémon sieht, was die dann für Augen macht. Das ist so cringe. Oh nein, genau die hat. Jetzt hat es ein länger wieder. Und ich hab kurz was mit meinem Bruder hier. Was du sagst. Sorry, wenn du lange warten musst. Nee, passt schon. Boah. Ich hab mir jetzt gerade noch nebenbei eine Kopfschmerztablette reingepfiffen. Ah, nicht so laut. Hä? Zauberin. Du bist doch keine Frau Hexe, what the fuck? Mom, was ist mit dir? Was? Meine Mutter spielt gerade Schwert. Meine Mutter zockt gerade Pokémon Schwert. Ach so. Da gibt's eine Frau, die tut einen Fragen stellen. Oh, Leute, nur noch knapp zwei Balken, dann haben wir Level 225. Schmeckt. Spiegt, ich bin auch schon Level 60. Schmeckt. Wie es aussieht, so, diese riesen Flamme bei mir, einfach 224 und Level 60. Ja, ja. Dein Ding, das brennt eine Ewigkeit. Wo wird schon lang? Das kommt ja gar nicht mehr. Das Hast du denn überhaupt gesagt, wann er dann kommt? Das hat er jetzt nicht gesagt, aber er hat gesagt, nach Wochen, wo er mit ihm kurz telefoniert hat, hat er gesagt, kommt später noch dazu. Wahrscheinlich kommt er dann zum 9 oder so. Ja. Hört wie so Passi, Digga, wo warst du den ganzen Tag? Ja, schon so irgendwie. Das Ding ist, ich hab da heute überhaupt nichts mitgekriegt, weil ich dachte bis heute, nee, ich will heute einfach nur meine Ruhe haben, deswegen habe ich mein Handy auf Stumm geschalten. Ach so. Ja, Pascal hat sich kurz bis lau gewundert schon. Ja, ich weiß, das Ding ist, ich hab ihm da im Endeffekt dann noch geschrieben, als ich mal früher oder später mal auf mein Handy geguckt hab. Ich hab gesagt, ich hab eh zu tun. Deswegen. Oh Gott, ich höre irgendwas laufen, glaube ich. Snaps. Also Leute, auf jeden Fall heute Nacht werde ich noch wahrscheinlich nicht gut machen, weil ganz ehrlich, weil ab morgen habe ich die Gelegenheit dazu erstmal eine Woche nicht mehr. Oder knapp. Wer bei mir ist irgendwer. Ich höre was von außerhalb. Von außerhalb. Der nimmt sich einen Trank, der nimmt sich dann genau da, wo du gerade hinläufst. Oh Gott. Ach komm. Astrochen. Aha. Geh ins Haus. Oh, oh. Kommt noch einer. Vorsicht! Nice! Du kleiner Pissnäcke-Typ, Mann! Scheiße! Alter. Weil ich glaube, ich muss mal wieder mit anderen Skin spielen. Ich glaube, es reicht langsam, aber mit Haste zu spielen, also ich weiß auch nicht. Ich spiele gerade gefühlt die meiste Zeit immer, Leute, aber ja. Mal wieder hier anderen Skin auspacken. Den nehmen wir dann.
Ah, nee, das spielen wir nicht. Ich glaube, das findet Bobby gruselig, wenn ich das spiele. Was denn? Sorry, egal, mach. Schon mal auch noch gerade einen anderen Skin. Okay, du wolltest es so. Ich finde nichts gruselig. Ja, das werden wir gleich mal sehen. Psyche, wenn ich meine Psyche nicht mehr gruselig finde, das ist alles gerade egal. Bist du gerade noch da in der Lobby oder? Nee, ich bin Dings, hab kurz den Skin und dann ausgewählt. Ja, aber du bist noch in der Dings drin, in der Lobby. Warte auf Gruppenanführer. Warte, ich geh zur Lobby zurück. Leute, sie wird sich gleich so hart gruseln. Sie ist Scorp. Hä? Ich check's grad nicht. Ich hab auf bereit gedrückt. Ja, da steht auch bereit. Ja. Bei mir links. Aber steht Lobby bereit. Ja, du musst noch bereit drücken, sonst geht's nicht. Ich hab doch schon bereit. Ich drück die ganze Zeit bereit. Ja, komm wieder zurück. Okay, komisch, egal, ich bin jetzt zurück zur Lobby. Leute, sie wird sich jetzt gleich so erschrecken. Werden wir sehen. Hören, sehen auf jeden Fall. Wow, die kenne ich doch schon. Hast du schon mal gehabt? Also? Ja! Für einen kurzen Moment. Und ich habe ihn auch tausendmal im Ding gesehen. Ich habe mir schon sogar gedacht, kurz, holt er jetzt das Alien raus? Nein, gar nicht. Nein, alles gut. Ich hol mir einen anderen Skin, warte kurz. Ja, Leute, der Skin ist schon geil, aber naja. Ich weiß nicht, ich will den, glaube ich, heute nicht so sehr spielen. Bin ich heute nicht drauf aus. Wir nehmen lieber Lexa. Lexa ist immer noch mein Lieblingsgenoss dieser Season. Ich bin Midas. Übrigens, da kommt eine weibliche Variante noch dazu. Von was? Von Midas. Von Midas? Ja. Eine Vibe. Muss man den dann auch hoch leveln oder was? Mit Gold und so? Nein. Der Skin, der kommt in den Item-Shop, den kannst du dir dann kaufen und dann umso mehr Kills du machst, umso goldener wird's. Mhm. Sie ist also reaktiv. 15 Euro. Höchstwahrscheinlich. Oh Gott. Leute, aber ratet mal, wer sich den holen wird, auf jeden Fall. Ja, du. Ja. Aber ich hab grad die Kohle nicht selber dafür. Ich hab mir, war das am Donnerstag? Glaube ich. Ich glaube Donnerstag, ja genau. Hab ich auf TikTok ein richtig cooles fernsteuertes Auto gesehen mit so einer Hand Fernbedienungssteuerung, die man auf die Hand macht. Ja. Und dann kann man damit mit dem Auto rum, rechts, links, oben, unten und so. Also vorne, rückwärts und rechts, fahren. Links. Ja. Mit Handsteuerung, so. Ja. Ja, genau. Und sowas ist voll geil. Und das kann verschiedene farbig leuchten angeblich, laut dem Ding. Ja, und macht irgendwie eigene Musik, also hat irgendwie laute eigene Musik dabei. Und ich denke mir nur so, okay, haben wir schon Videos darüber angeschaut. Dann so Geburtstagsvideo. nee, sondern irgend so ein Rock, also irgendwas, was dazu animieren sollte, glaub. Irgendwelche Stunts und irgendwas. Oh, Leute, jetzt hab ich wieder voll den Ohrrumpf. Oh Mann, was? Das hat mich gerade so richtig an dieses Dings erinnert. Ich weiß nicht, ob du das was sagst. Space Unicorn. Shining. Oh Gott. Ja. Alter. Jetzt hab ich wieder voll den Ohrwurm. Leute, nur noch ein bisschen. Och, Digga, wie viel Lack kann man haben? Da steht schon wieder ein Lama. Herr Lama, du Ehrenmann, was geht? Der alte Herr Lama, der ist immer zur Stelle, wenn man ihn braucht. Oh, Leute, auf jeden Fall morgen Abend auf jeden noch fresh machen für den nächsten Tag, für den ersten Arbeitstag wieder.
auf jeden Fall wieder fresh bin. Boah, Leute, das ist auch schon wieder so lange Zeit her, dass ich mal mit dem Fahrrad, keine Ahnung, zur Arbeit gefahren bin und wieder zurück. Mein Vater wollte kurz noch was. Achso. Also irgendwas mit Tieren im Fernsehen. Ich so, okay, danke. Dankeschön. So, Leider, Leute, kriegen wir höchstwahrscheinlich, ja, diese Season leider keine enttäuschen. Vor allem, weil momentan einfach der Zero Point am Durchdrehen ist. Echt? Ja, wenn du dir mal die Wellen von dem, wenn du dir die Wellen vom Zero Point ansiehst und alle 4 Minuten, tut dir nämlich eine Schockwelle abfeuern. Und Moraine fightet schon wieder gegen Gladiator. Ich bin tot, ich bleibe tot. Was? Sag mir nicht, du bist gerade am Gladiator gestorben. Ah, nee. Fast. Ja, doch, an dem Typ da. Der rennt weg. Ich wollte nur die Waffe haben. Ich hatte eine blöde Waffe in der Hand. Mit der ich kurz nicht klar kam. Schön, großer. Die spielt einfach mal das Rückenaccessoire von Jules aus Season 3. Erstmal hochhalten. Der ist da links, hinter dir. Ja, danke. Da. Ich hab keinen Knochen mehr. Boah, wie viel Schuss braucht der, um endlich mal zu sterben? War doch eine coole Waffe von dem haben, warum war das nicht gegönnt? Hat er doch, da lag doch die AK. Ja, aber so, weißt du, ich wollte draufballern und wollte cool draufballern und dann macht er sowas. Und dann killt er mich halber. Einfach gefühlt der Laser kassiert. Ja, aber voll lecker. Ja, oh, Leute, das ist halt normal. Ja, ich spiel nicht so oft Fortnite, so gesagt. Das Ding, Leute, ich könnte Moraine auch easy zur Gruppenanführung jetzt nachher machen. Ich schwör's euch, wir würden Bot-Lobbys kriegen. Ist das safe? Ja, sowas von, weil ich nicht so oft spiele und deswegen sich das nicht so oft. Oh Gott, wie heißt das? Ja, das nicht so oft gespielt hab oder nicht so oft spielt. Oder manchmal zurzeit nicht so Lust hatte zu spielen, weil Gruppenkeile weg war. Im Gegensatz zu mir da gefühlt jeden Tag einmal zockt oder so. Gruppenkeile ist halt weg und Gruppenkeile war halt voll meins, da war ich voll gut drin. Ich hatte es nie so ganz mit dem normalen Modus. Und sie, hat das, so, sie hat es nicht mit dem normalen Public Modes. Ja, genau. Das ist so nicht ihre Sache gewesen. Das ist ein bisschen böse, aber ich habe vorhin echt gute Dinge gemacht. Okay, es waren vielleicht Bots, aber jetzt hättest du dich fast selber gehopst. Ja. ich hab vorher echt gut kassiert. Oh. Nein, nicht kassiert, sondern halt gegeben, also andersrum, den Gegnern gegeben und vielleicht lag es daran, ja, dass du hast ihnen halt eine draufgegeben. Und ich hab mich halt voll abgefeiert, hatte so über 4 Kills und ich so dann als ob du solo gegen Spots gezockt hast. Ja, doch. Oder ich glaube, keine Ahnung, oder total schlechte Spieler. Frag mich nicht. Das Ding, ich weiß nicht, was. Das Ding was ist, genau Leute. Epic tut ja jeden Spieler anhand von den Match-Statistiken und anhand deren Wins und deren. Was war's noch? Wins? Und an deren ihrer Platzierung tun sie eben die Spieler auf dieses Niveau schrauben, wo sie hingehören. Moraine ist da eben nicht so hart oben auf. Das Ding ist, sie hat eben nicht so viele Wins wie ich. Das Ding ist, ich habe gefühlt über 300 Wins insgesamt. Ja, und ich hatte sehr viele Kills und keine Ahnung. Auch meine Prezi ist eigentlich auch. Meine Prezi sieht eigentlich auch sehr gut aus. Also, Leute, was soll ich da großartig sagen, dass ich da halt solche Spitzer wieder kriegt, das ist halt normal, das ist mein täglich Brot. Das ist ganz normal, das ist sehr anders, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Tag nicht spielen würde, Leute, die erste Dopp, der ich begegne,
sind locker Bots. Wenn ich einen Tag nicht zocke und ich zocke erst abends, dann kann ich mir sicher sein, dass das alles Bots sind. Ich habe 3 Medikits, wenn du brauchst. Nice. Also ich bin ein Medikit. Mensch. Die Schildtränke mit genügend. Ich habe 2 Schildtränke, glaube ich, vor mir gesehen. Aber Leute, da sieht man auch mal wieder, was sowas für einen Unterschied machen kann. Ruhe. Ah, Leute, wir sind auch sogar schon über die 45 Minuten draußen. Das ist. Yeah. Ich weiß nicht, was vor so viel Zeit gekostet hat, aber egal. Auf jeden Fall, Leute, ich würde das Video auch an der Stelle auch beenden. Gerne den Abo-Button und die Glocke aktivieren, um nichts dazu verpassen. Würde mich freuen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Würde mich sehr, sehr freuen. Boah, Leute. Ach, die armen Leute sind auch nur Menschen. Nein, alles gut. Macht, was ihr wollt. Müssen die ja selber wissen. Und ja, Leute, gerne auch einen Kommentar schreiben. Wie ihr wisst, ich lese mir den Kommentar immer gerne durch. Und dann würde ich sagen, Leute, euch auf jeden Fall allen noch einen schönen Samstagabend und bis zum nächsten Video, Leute. Tschüss. Ciao, ciao.